Am Wort ist jetzt von den Grünen Agnes Sirka-Brammer. Sie ist die Sprecherin für Justiz, Verfassung und Sport. Werte Präsidentin des Rechnungshofs, geschätzte Frau Volksanwältin und Herren Volksanwälte, ich habe hier in dieser Gruppe gemeinsam zwei Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Das eine sind die obersten Organe und das andere ist der Sport. Und ich sage es jetzt schon, ich finde keine gute Überleitung zwischen den beiden Themen. Ich fange mal an mit den beiden, mit den obersten Organen, denn die sind das, was die Demokratie in diesem Staat ausmacht. Die obersten Organe, wir haben hier schon von einzelnen Bereichen gehört und in ihrem Gesamtzusammenspiel stellen sie das dar, was unsere Republik ausmacht. Sie repräsentieren die Checks and Balances in diesem Staat. Es ist die Gesetzgebung, es ist die Vollziehung und es ist vor allem auch die Gerichtsbarkeit. Es sind vor allem auch die Höchstgerichte in diesem Teilbudget enthalten. Und ich finde es besonders wichtig, dass diese beiden Höchstgerichte, der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof, nicht nur ausreichend Mittel erhalten haben, um die erhöhten Personalkosten abzudecken und auch vor allem mit ausreichend Personal ausgestattet werden, sondern vor allem auch, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Arbeit, das, was sie tun, nach außen zu tragen. Das Budget, das sowohl beim Parlament als auch bei den Höchstgerichten des öffentlichen Rechts als auch bei der Präsidentschaftskanzlei für die Information nach außen zur Verfügung stellt, ist so wesentlich, gerade in Zeiten wie diesen, wo es immer mehr Zweifel daran gibt, ob die Demokratie denn tatsächlich das beste System ist, das wir haben können. Alleine das, dass man sich diese Frage laut stellt und stellen muss und teilweise sogar auch gar nicht unberechtigt Anlass hat, sich diese Frage zu stellen, das gibt doch die Rechtfertigung dafür, dass die das Tragen der Arbeit, der wichtigen Arbeit nach außen, auf jeden Fall einen Platz in diesem Budget finden muss. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass gerade durch diese Vermittlung diese Fragen aufgeworfen werden und sie werden durch die Antworten, die diese Institutionen selbst geben, indem sie erklären, was sie arbeiten und wie wichtig diese Arbeit ist, genau dadurch werden diese Mittel gerechtfertigt. Beim Sport wiederum ist es auch so, ich finde doch eine Überleitung, beim Sport ist es auch so, dass durch die Arbeit, die der Sport leistet, der Einsatz der Mittel gerechtfertigt ist. Der Sport in Österreich, wir haben auch darüber schon einiges gehört, ist so aufgebaut, dass wir einerseits die Mobilisierung, die sportliche Betätigung der Allgemeinheit, der Menschen, der Kinder im Alltag fördern, auf der anderen Seite, also den Freizeitsport, den Breitensport, auf der anderen Seite aber auch den Spitzensport, die Athletinnen und Athleten, die für Österreich Bestleistungen erreichen. Und beides ist ein wichtiger Punkt. Und für beides wird hier in diesem Sportbudget auch wiederum der Einsatz erhöht. Es werden zum Beispiel diese Programme für Kinder gesund bewegen und auch für die tägliche Bewegungseinheit ausgebaut. Hier im Übrigen möchte ich dazu sagen, bitte richten Sie diesen dringenden Appell, der wichtig ist, an den Herrn Bildungsminister. Denn natürlich kann der Sport den Anschub liefern. Natürlich ist der Sport derjenige Bereich, der das Know-how zur Verfügung stellt und der die Connections zur Verfügung stellt, um die Kinder in den Sport zu bringen. Aber implementiert im Regelunterricht kann es doch nicht vom Sport werden, muss es doch von der Bildung werden. Da müssen wir zusammenhelfen und ich glaube, das wird uns auch im nächsten Jahr weiterhin beschäftigen. Daran werden wir weiterhin arbeiten. Aber auch die Investitionen in die Sportinfrastruktur, die wir tätigen, sind besonders wichtig, vor allem für das Jahr 2024, wo so wichtige Ereignisse wie eine Tischtennis-Europameisterschaft, wie die Vorbereitungen für die Ski-WM im folgenden Jahr anstehen. Auch der Ausbau des Eiskanals in Igls ist ein wesentliches Projekt. All die werden aus dem Sportbudget mitfinanziert und all das ist ein wesentlicher Punkt, um hier auch Höchstleistungen in Österreich zu ermöglichen, Höchstleistungen von österreichischen Athletinnen und Athleten zu ermöglichen. Denn hier im Sport ist es tatsächlich so, jeder Euro, der hier investiert wird, ist ein Euro, eine Investition in die Exzellenz. Ich freue mich auf ein hervorragendes Sportjahr 2024. Die geleistete Arbeit würde die budgetären Mittel rechtfertigen, sagt hier Agnes Sirka-Brammer von den Grünen.